Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Linux. So, heute geht es um Dateien, wie man die Dinger finden kann. Das heißt, wir suchen irgendwie nach Dateien. Okay, schauen wir uns zunächst einmal an, wo wir sind. Wir sind im Root-Ordner und wir haben hier mehrere Unterordner. Und zwar zum Beispiel andere Dateien, Bilder, Dokumente, Downloads und so weiter und so fort. Wir haben hier verschiedene Unterordner. Und jetzt wollen wir innerhalb dieses Ordners und allen Unterordnern nach einer gewissen Datei suchen, die nennt sich test.py. Python kennen wahrscheinlich schon viele von euch. Ist zum Hacken auch nicht ganz unsinnig, das zu können. Deswegen, ja, freut euch drauf. Und was wir machen, wir nutzen einfach find. Find braucht allerdings noch einen Parameter, nämlich name. Upsala. Und da sagen wir einfach, okay, unsere Datei, die wir suchen, heißt test.py. So, und jetzt sucht es kurz und dann sagt es uns schon, okay, deine Datei befindet sich in Root-Ordner. Dokumente test.py. Fertig. Wir sind aber immer noch im selben Verzeichnis, es hat sich nichts geändert. Wir wissen jetzt bloß, wo diese Datei ist. Ihr habt gesehen, es hat ein bisschen Verzögerung gehabt, das heißt, es ist nicht super mega schnell, aber es ist schon mal ein Anfang. Was jetzt auch noch was bringen würde, wäre zum Beispiel, wenn wir überall suchen könnten. Und überall zu suchen ist logischerweise noch ein bisschen ineffizienter, aber man kann sagen, where is, und dann sagen wir, keine Ahnung, was liegt nicht hier drin? Irgendwas aus. Lasst mich gucken. Irgendwas aus etc. Zum Beispiel adduser.conf. Adduser.conf. Liegt logischerweise nicht in dem Ordner, sprich, wir würden mit find nichts finden. Das heißt, wir suchen hier danach und jetzt haben wir es schon gefunden. Wir haben gleich mehrere davon. Und zwar einmal hier in dem Ordner in etc, das war die, die ich eigentlich gesucht hatte. In share ist noch was und nochmal in share ist noch was. Gut, das heißt, wir finden so sogar mehrere Dateien und zwar überall. Sehr sinnvoll, auch weil whereas irgendwie noch kürzer ist als find-name. Wir können aber auch noch nach irgendwelchen weiteren Dateien suchen. Und zwar bei Windows gibt es die ausführbaren Dateien, nämlich Excel-Dateien, kennt ihr ja wahrscheinlich noch. Und hier sagen wir mal einfach ls. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier mit ls gemacht haben. Wir haben den aktuellen Ordner aufgeschrieben, was da so alles drin ist. Naja, aber das muss auch irgendein Programm sein, das das hier macht. Und das ist tatsächlich so. ls ist auch ein eigenes Programm. Und was wir damit machen, ist, wir suchen nach diesen binären Programmen, also Binaries, logischerweise, weil sie kompiliert sind und weil sie ausführbar sind. Das sind einfach Binaries. Suchen wir und zwar nach allen, die so irgendwie eingetragen sind. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie eingeben, ich möchte bitte ls ausführen, bla bla bla, sondern wir können einfach ls schreiben, ohne dass wir vorher was machen müssen. Das heißt, diese Programme sind in den Pfad eingetragen, in den Systempfad. Und diese Programme, die in den Systempfad eingetragen sind, die können wir mit which uns ausspucken lassen, wo die sind. Und dann sagen wir einfach which ls, also wir wollen jetzt wissen, wo die ausführbare Datei von ls liegt und finden hier unter bin ls eine wunderbare ausführbare Datei, die genau dieses ls ist, das wir die ganze Zeit benutzen. Also es ist wirklich einfach ein Programm. Eigentlich auch nicht, noch nicht mal so ein kompliziertes, wenn ihr überlegt, einfach aufschreiben, was da so gerade ist. Gut. Zum Schluss möchte ich euch jetzt noch das Programm Locate zeigen. Und Locate ist im Prinzip eine Alternative zu Whereas. Also es sucht überall, aber es macht das Ganze deutlich schneller und effizienter, weil die ganzen Dateien irgendwie eingetragen sind. Also die sind alle irgendwie in einer Datenbank eingetragen und Locate sucht halt durch diese Datenbank durch. Deswegen ist es einfach fixer. Und deswegen sagen wir jetzt einfach mal Locate LS und wir sehen, whoops, das sind einige. Ich brich mal hier ab. Das Ding ist, dass wir hier nicht nach einzelnen Dateien suchen, sondern wir sehen hier Rails, da kommt auch ein LS vor. SQL Server LS hier, ne? Also alles mit LS wird jetzt automatisch ausgegeben. Da müsst ihr echt vorsichtig sein, nach was ihr da sucht. Deswegen, ja. Auch beschränken wir uns hier nicht auf irgendwelche Binärdateien, also nicht nur auf ausführbare Dateien, sondern wir nehmen einfach mal alles, was wir so kriegen können. So, und zum Schluss noch ein kleines, wunderbares, ja, wenn ihr den Film kennt, ich fand ihn jetzt ganz okay, aber im Prinzip geht es um das Programm, Who Am I?
Und das gibt euch einfach aus, was für Rechte ihr habt. Das brauchen wir später mal wahrscheinlich noch für diverse Tutorials drüben in der anderen Serie zu Linux. Und ja, hier heißt es einfach mal Root-Rechte. Das heißt, wir haben alle Rechte. Wir sind sozusagen der Administrator. WhoAmI liefert euch eindeutig also, was ihr gerade so seid. Gut, das war's für heute auch schon wieder. Und beziehungsweise, was heißt für heute, für dieses Video? Ich weiß nicht. Ich hoffe natürlich, ihr guckt euch noch mehr davon an. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.